Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher und mit dem Alderle. Die letzten Eimer Lava habe ich jetzt geholt für heute. Wir gehen vor, ich möchte heute die Säule auffüllen. Freitagsfolge, Leute, wir lassen es uns heute gut gehen, wir machen keinen Stress. Wir machen ganz entspannt und locker. Guckt euch mal jetzt den Unterschied an. So langsam bekommt der Turm die Dimension, die er haben muss, ne? Also er ist jetzt auf jeden Fall vom Umfang her schon mal so wie das Bauernhaus. Deswegen habe ich auch entschieden, das Bauernhaus ein bisschen kleiner zu halten, dass der Turm halt nachher auch wirklich die Geltung hat, die er haben soll. Wir füllen jetzt Lava ein. Heute verbauen wir so ein bisschen die Materialien, die wir noch haben. Für die Folge morgen besorge ich nochmal die Netherziegel, dass wir vielleicht tatsächlich die Außenwände vom Turm zubekommen. Am Sonntag machen wir dann einen Spaziergang durch das Geschmückte. Ich möchte auf jeden Fall für die Sonntagsfolge, für die 300, die Kürbisse aufsetzen. Ich habe mir auch überlegt, wir können ja nach der Folge, ist ja noch nicht ganz Halloween dann am Sonntag, ne, können wir natürlich auch ein oder zwei kleinere Ausflüge noch machen mit Kürbissen, die danach noch wachsen, dass wir wirklich richtig toll geschmückt kriegen. Für heute habe ich aber nicht wirklich viel geplant, auch nicht wirklich viel vorbereitet. Heute setzen wir einfach an Materialien, was wir noch gesammelt haben, ne? Jetzt gehen wir aber erstmal rüber. Ich war im Überlegen, was machen wir denn mit dem Lava? Fülle ich außen die Beete erst ein? Also ich nenne es Beete, weil es für mich wie so Lavakübel sind. Ich zeige es euch nochmal. Aber ich möchte erst die Säule wieder auffüllen in der Mitte, ne? Ich weiß, dass das wahrscheinlich effektiver wäre. Ich würde es am Ende einmal dann einkippen. Aber wir werden bestimmt noch die ein oder andere Woche brauchen, bis es insgesamt fertig sein wird, alles. Da werde ich dann jetzt einfüllen, dann haben wir nämlich in den Tagen auch was davon, weißt du? Ich meine, von hier sieht man es noch nicht mal. Guck mal, wie die Warzen gewachsen sind hier, Alterle. Wieso sitzt denn eigentlich hier eine Warze? Und da drüben nicht? Da hänge ich jetzt hier fest. Ey, guck mal, lass uns mal hier die Warze wegnehmen. Mach die mal ins Eck da vorne, da passt doch die viel besser hin. Ey, hier ist gar kein Seelensand drin. Warum nicht? Wo haben wir denn den Seelensand? Haben wir den da oben schon eingeräumt? Ich hoffe, ich brauche jetzt einen Seelensand. Das muss jetzt schön sein. Das muss schön sein, bevor wir ins Wochenende gehen. Schalali und Schalalümle. Wie sieht's aus? Wo haben mich die Nessersachen? Die waren doch hier irgendwo drin. Hier. Ein Seelensand. Wegen einem Seelensand bin ich jetzt hier hochgelaufen. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Hölzer gefunden. Die können wir säulentechnisch noch hier hinsetzen. Einfach ein bisschen rumgruscheln heute, Leute. So, dass wir am Ende ein bisschen was geschafft haben, aber uns nicht überanstrengen. Das darf heute auf keinen Fall passieren. Heute will ich es locker haben. Hier, ne? Hier muss der Seelensand rein und danach die Warze. So, Alterle, ich sollte mir mal wieder einen Rucksack bauen. Das ist Erde. Du brauchst diesen Seelensand. Dieser Seelensand, der soll deiner sein. Schwapp. Dann machen wir hier irgendwann noch mittig eins hin, ist klar. Okay. Ein bisschen können wir nachfüllen. Haben wir Glas? Haben wir noch Glas? Normales Glas irgendwo? Nee, ne? Ei, Sand muss ich auch holen. Wann machen wir denn das? Wann möchten wir den Sand holen? Hier habe ich die Gläser rein, die normalen. Wir haben kein normales Glas, ne? Das habe ich. Doch, da war welches. Hier, 6 Stück. Besser wie nix. Dann setzen wir die auch noch oben hin. Hier ist nichts mehr drin. Alles klar, Schüssel kurz runter. Schüssel, Mamissel. 6 Gläser hier. Und, randloses Glas. Die setzen wir, dann kippen wir das oben ein, dann gehen wir raus, verbauen die Sachen und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir auch noch ein paar Zimmermannsblöcke hinbasteln. So, Eisen müssen wir auch holen. Haja, komm, lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Eigentlich bräuchte man mehr Lava-Eimer, ne? Habe ich auch schon gemerkt. So, Schalali. Hier, das lassen wir so. Passt schon. Ist das ein Weg nach oben geworden mittlerweile? Ei, da haben wir doch gestern die Gläser drin gehabt, ne? Vollständig. Dann kann ich doch das hier wegmachen normalerweise, weil von hier sind wir durch. Siehste, und schon wieder was für die Schönheit getan. Oh. Doch, hat gereicht. Haha, ich dachte, ich muss nochmal hinbauen. Stopp. Genau. Zwapp, zwapp, zwepple, zwupple und zwapple und zwipple. Vor allem zwipple. Zwipple, verstehe ich? Zwipple. So, pass mal auf. Hier ist auch noch eins. Wie weit sind wir denn da gekommen bis jetzt? Schon ziemlich gut. Schon ziemlich gut. Oh, nur 6 Gläslein. Nur 6 Gläschen, Alterle. Spring. Jawohl. Macht dir nur nicht weh. Hey, wegen den paar Metern das jetzt einzufüllen. Ein bisschen höher hätte ich es schon gern. Zumindest so hoch bis da. Ne, ne, wir bauen das erst hoch, bevor ich es tatsächlich dann einkipp. Jetzt müssen wir nur hier wieder runter. Jo, hat gepasst. Dann kippe ich lieber draußen das Lava ein. Wo kommt man jetzt raus? Müssen wir auch noch ta die Tage mal machen, gell? Wir brauchen ja einen Weg nach draußen. Das machen wir später. Da habe ich jetzt keinen Bock. Jetzt möchte ich einfach nur raus. Und die Nesserziegel anbringen, die wir noch vorrätig haben. Sind nicht mehr viele, ich glaube 2 Stack. Die hauen wir kurz hin und dann beschäftigen wir uns innen weiter. Aber jetzt fülle ich das Lava außen ein. Jetzt habe ich es gerade umüberlegt. So, ah, da war auch noch eine Säule. Dann machen wir die hier. Das ist nämlich nur ein Eimer teuer. Ein Eimer teuer.
Momente mal. Habe ich nicht hier umgebaut gehabt? Und zwar so, dass dieses Glas ein Nässerziegel wird. Weiß das noch jemand? Wie hatten wir uns da jetzt entschieden? Ich glaube so, ne? Ja, das machen wir so, dass ich hier nicht so runter gucken kann, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so gefällt es mir besser. Das heißt, der muss weg. Ziegel rein. Muss dann der hier auch weg? Nee, eigentlich mache ich es hier. Ich mache jetzt das Glas nicht kaputt, weil das Glas setzt sich nämlich nicht mehr neu. So, ich war gerade am Überlegen, warum das Glas nicht zurückkam, aber die normalen Glasblöcke, die sind ja dann weg, ne? Nur dieses geschisselte Glasscheibenzeug kommt wieder. Gut, der da unten muss kaputt werden. So habe ich es mir vorgestellt. Alles klärle. Dann ein kleiner Porter nach oben. Ein Harry Potter nach oben, bitte. Jawohl, ja. Und ein Eimer Lava für dich. Sehr schön. Dann haben wir das wieder ausgeglichen. Da habe ich das letzte Mal rausgeklaut hier, dass wir es vorne einkippen können. Sehr schön. Ich hoffe natürlich immer, dass das alles seine Richtigkeit hat nach unten. Nicht, dass das mal irgendwann ausläuft und mir alles kaputt macht. So, die vier Säulen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob die ringsrum schon gerichtet. Guck, hier haben wir es auch so gemacht. Zumindest fast. Hier fehlt noch. Machen wir das jetzt auch schön. Jetzt machen wir es schön. Dann sind wir halt auf Schönheitstour heute. Die Schönheitsfarm beim Vouch. Schwapp. Hier die gleiche Geschichte nochmal. Und schwapp. Hier passt jetzt alles. Oben kümmere ich mich später drum, wenn wir dann tatsächlich oben am Arbeiten sind. So, da drüben fehlt auf jeden Fall die Suppe. Die kommt jetzt. Die gute alte Lavasuppe. Die kippen wir jetzt hier vollste ein. Haben wir ja schon angefangen. Hatten wir noch ein Eimerle übrig? Scheinbärle. So, Leute, wir zischen mal wieder aufs Wochenende zu. Ich habe das Gefühl, ich habe es gestern erst gesagt, dass es Wochenende wird, ne? Sag mal, wenn ich es jetzt hier mittig einkippe, das geht nicht, ne? Wieso schwappt das hier nicht zu? Das nervt mich so ein bisschen. Gut, dann sind es halt. Jetzt ist es zu. Ich glaube, das reicht aber. Eins, zwei, ne, reicht nicht. Uns fehlt jetzt ein Eimerle, dass das hier fertig ist. Das nervt mich schon wieder, weißt du? So, jetzt mache ich es halt so. Einer. Einer, dann hier einer rein. Ah ja, ein Eimer fehlt. Ist halt so. Oder? Guck mal hier, ne, wegen dem Stück. Wegen dem Stück! Verdammt! Gut, egal. Machen wir dann beim nächsten Mal fertig. Dann haue ich die Eimer übereinander. Dann haben wir ein bisschen Platz. So, die Außenwand. Nässerziegel Außenwand. Wie viel haben wir denn da jetzt? Boah, da fehlt noch eine ganze Menge. Da fehlt noch eine ganze Menge. Oder sollen wir Decke machen? Wir können aber erst die Decke machen, weil Außenwand, Innenwand. Wieso sitzt hier ein Erdblock? Warum sitzt hier ein Erdblock? Was will er nur? Ich muss ja von innen dann hier auch schaffen noch. Mensch, wie macht man das? Soll ich mich dann von innen hinporten, oder? So, noch ein Stück. Ja, komm, wir machen mal hier zu. Wir machen mal mit den paar Ziegeln, die wir noch haben, hier zu. Wir müssen eh gleich pennen. Das Bett ist aber da, also kein Problem. Schön, guck dir das an. Herrlich. Herrlich. Freue mich drauf. Wir brauchen auch noch den Ausgang, ne? Ich habe es immer noch nicht gemacht. Den Ausgang auf diese Ebene, der muss natürlich auch noch gesetzt werden. La 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 la, la la la. Wie viel haben wir noch netter Ziegel? Das sind die letzten Nässerziegel, Leute. Komm, wir schlafen geschwind. Wir machen einen Schlieper. Schwupp. Oh, hier muss ich auch noch. Machen wir lieber das hier, dann ist das schon mal ausgeglichen. Du weg. Du und du hin. Genau. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gleich gemacht habe. Aber so ist das ja. Zapf, dann ist die Geschichte erledigt. Dann hier nochmal. Und Schwüpple. Und eins fehlt noch. Ja. Noch bevor es dunkel wird, haben wir das ausgeglichen. Wunderschön. Also hier fehlt ein Lavaeimer. Den dürfen wir beim nächsten Mal nicht vergessen. Hier. Ne, das ist normal der Fluss, ne? Dass es hoch und runter geht. Sehr schön. Tolle Bewegung. Und schlafen. So, jetzt machen wir die letzten Netherziegel hin. Dann hauen wir die ganzen Crimstone, die wir haben, von innen rein. Dass wir die Materialien wegkriegen. Und ich bereite so ein bisschen dann die Geschichten vor für morgen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo sind wir denn? Doch, das war richtig. Sah jetzt gerade so gleich aus. Eine Kur auf weiter Flur. Eine Kur auf weiter Flur. So, pass auf, pass auf. Das haben wir jetzt erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen von vorne. Bisschen Dach anschrauben noch. Ja, können wir doch. Können wir doch. Wir können das hier schön machen, diese kleine Ecke. Lalalalilalümle. Hier wäre dann so und so. Das muss ich von oben machen. Ich dachte gerade, da ist doch jetzt eine Lücke. Wie kommt denn die Lücke dahin, bitte? Das kann ich erst von oben zumachen dann, ne? Ja, hier noch einen rein. Hier noch eine kleine Reihe reingesetzt gleich. So.
Und Zeit haben wir auch noch. Heute spielt alles auf unserer Seite. Allerdings haben wir gleich kein Material mehr. Ich hoffe, dass wir noch genug Material haben für die Folge. So, dann habe ich auch mal wieder einen Überblick. Weißt du, wenn wir jetzt einfach mal alles raushauen, was da ist, dann weiß ich auch wieder, dass alles fehlt und dann kann ich mich auf die Socken machen. So, Stück für Stück. Ich hoffe, dass wir es hinhauen. Ich hoffe, dass wir es hinhauen. Ich hoffe, wir schaffen das tatsächlich die nächsten Tage, das einigermaßen fertig zu bekommen hier. Wo hängst denn du? Ah ja, dann zieh doch die Mauer da schon mal rüber, Alterle. Dann haben wir hier schon eine natürliche Abgrenzung von dem ganzen Spiel. So, so und Söhle. Panöle, Panöle und Schanöle. Alles klar. Alles klar. Hier fehlt dann wieder Glas. Sollen wir die Säulen noch reinziehen? Ich erinnere mich sogar noch dran, dass es ein Abstand von 6 oder so war. Also, von der Säule nebendran 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann sind wir auf dem Lava. Alles klar. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier dann, ne? Ich zähle es nochmal rückwärts, einfach zur Sicherheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann bin ich am Lava. Dann passt die Geschichte hier so. La 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 la. Das gleiche Spiel hier. Ja, Alter, das ist die letzten zwei Wände. Das schaffen wir jetzt auch noch. Hier, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann kommt die Säule. So, das hier weg. Und genau hier kommt dann die Säule hin. Schwupp, schwupp. Perfekt. Und dann haben wir hier auch nochmal ausgemessen gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da müsste die normalerweise hier hinkommen. Ich gucke nochmal von hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier. Hier wäre dann die 7. Dann stimmt was nicht. Oder haben wir da die Mitte gehabt? Da haben wir, glaube ich, die Mitte nur genommen, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5. 6 und das wäre die 7. Dann kommt das hier weg. Also das ist der 7. Jetzt bin ich selber total überfragt. Schon wieder 1, 2, 3. Nee, doch. 3, 4, 5, 6. Und das ist auch der 7. Dann ist hier die Mitte, ne? Also muss hier die Säule rein. Ich denke mal, das passt so. So, du kommst wieder her. Du kommst auch wieder her. Ja, sieht ziemlich gleich aus, ne? Jetzt brauchen wir das orangene Glas dann wieder für hier drin. 7 Ziegel haben wir noch. Das ist aber echt nicht viel. Das ist jetzt echt nicht viel. Die letzten Ziegel, sie setzen heute und danach gibt es keine Leute. Er reimt schon wieder, obwohl er es nicht kann. So ist es halt, ne? So, jetzt. Alter, das sind nochmal 64 Stück. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich ungemein, weil dann kriegen wir tatsächlich hier noch ein bisschen mehr reingesetzt heute, als ich tatsächlich selber dachte. La 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 la. Sollen wir hier zumachen, die Mauer? Weil die schaffen wir vielleicht mit den Ziegeln noch zuzumachen. Das machen wir jetzt. Dann haben wir wieder was fertig, weißt du? Und dann müssen wir mal von innen schauen, wie wir uns den Weg bahnen für die Grimstone. Oh. Ah ja, das war das halbtote Eck hier. Den einen lassen wir ja weg, haben wir gesagt. Genau. So. So und so und so. Und. Ah ja, super. Super, wie wir vorwärts kommen. Hier noch einen rein, genau. Ah, nein. Nein! So, also heute ist es wirklich mal die totale Routinefolge. Ich freue mich tatsächlich, dass Halloween zwischen rein platzt, weil jetzt merke ich dann schon selber auch, oh ja, könnte man mal wieder was anderes machen. Deswegen werden wir nächste Woche auch was anderes angehen, ne? Habe ich mir so überlegt. Jetzt pass mal auf, wenn wir schon mal da sind, dann bleiben wir auch hier. Wir machen hier gleich ein bisschen Grimstone noch rein. Bam, bam, bam. Bam, bam. Kriegen wir das vielleicht kurz hin, dass ich, ja, der kommt hier angeschossen. Der Grimstone kommt hier angeschossen. Hopf mal hier runter. Der kommt von hier angeschossen. Würde bedeuten, hier muss ein Grimstone hin. Hier auch. Richtig? Und warum ist da Erde dran? Hier muss doch auch Grimstone dann hin. Das ist die Grimstone-Innenwand. Hier müssen wir natürlich jetzt wieder gucken. Da kommen ja später auch die Gläser wieder rein. Weißt du? Dass wir jetzt hier keinen Fehler machen. Hier ist dann die Netherwand. Das würde bedeuten. Ich gehe hier schon mal runter. Linsen. Hier kommt dann die Grimstone-Wand, wobei ich da von unten natürlich die Decke noch ziehen muss. Das müssen wir uns aber dann anschauen. Da fehlt nämlich einiges von innen. Weißt du, da habe ich ja noch lange nicht alles gemacht. So, aber das können wir doch schon mal so festhalten, oder? Ja, komm, den Rest gleiche ich von innen aus dann. Muss ja sowieso alles zu. Wow, alter Schwede. Das in dem dunklen Arbeiten hier ist halt auch so eine Geschichte. Irgendwann blickt man es plötzlich nicht mehr. So, da können wir schon mal zuziehen. Ja, das passt.
Das macht nichts, das war kein Versetzer, da muss eh eins hin, früher oder später. La 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 la. Wie viel Grimstone haben wir denn eigentlich? Ich hätte mal gucken sollen. So, hier wächst es dann zusammen, wie es gehört. Hier ist dann die blinde Zwischendecke, mehr oder weniger. Dieser Bereich wird nie begehbar sein. Da können wir vielleicht zur Ausleuchtung dann mal rein oder so. Wie so ein Elektroschacht, weißt du? So, das ist klar, das ist auch klar. Hier können wir auch noch zuziehen. Was da ein Haufen Stein reinfließt, Alterle. Ey, da haben wir echt noch ein paar. Das sollte man fast gucken, dass wir es schön machen innen. Lass mich mal kurz rein. Lass mich mal ganz kurz rein. Lass mich mal rein. So, pass mal auf. Wieso ist das hier so tief? Weil das tatsächlich so tief gehört. Komme ich da hin? Nee, das bedeutet, da müssen wir uns hier irgendwie eine Hilfslinie hinbasteln. Boah, Alterle. Ob das was wird, Voucher? Ja, machen wir hier noch einen hin. Bis hierher können wir vor. Jetzt sneaken wir wieder. Hier müsste eigentlich einer rein. Ja. Boah, nein, der war falsch. Da noch einen rein. Den wieder weg. Okay. Wo, da brauche ich ein anderes System, merke ich gerade. Von hier komme ich ja nicht rüber, ne? Also wenn ich jetzt hier sneakend dahin will, doch lässt er mich. Ja, super. Nur nicht runterfliegen, das ist die Devise. Also hier darf ich jetzt nicht loslassen. So, pass auf. Das haben wir schon mal schön gemacht. Hier machen wir es weg. Jetzt gehen wir kurz auf die Ebene und schauen mal von unten, dass wir mal die Decke reinkriegen, solange Grimstone da ist. Also die Decke vom ersten Lagerbereich, die setzen wir jetzt noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber nicht mehr allzu viel. Also wir werden es nicht fertig kriegen heute. Was aber nicht so tragisch ist. Hier, ne, das meine ich mit Decke. Richtig, ich erinnere mich, da muss ich mir eine Erdhülse hinsetzen. Sonst kommen wir nicht hoch. Das reicht also auch nicht mit Springen, weil die Decke etwas höher angesetzt ist. Was aber okay ist, ich mag es luftig. Luftig und locker und vor allem Licht. Eigentlich Licht, wobei es ja ein Dunkelturm, ne? Hehe. So, pass auf. Rein theoretisch müsste das jetzt hier hinhauen. Jo. Allerdings werden wir hier auch sneakend gehen, sonst fliege ich nämlich jetzt dauernd von dem Erdblock runter. Das wollen wir ja auch nicht. Siehst du, ich komme vom Kurs ab. Hier muss wieder ein Stück vor. Ja, ich weiß nicht, ob man das hätten anders machen sollen. Der gehört jetzt wieder weg, ist klar, ne? So, Leute. Das sind jetzt halt auch so ein paar Ecken dabei heute, wo wir kein riesen fettes Ergebnis haben, aber die Folgen gibt's halt, ne? Wir können ja nicht jeden Tag Erfolge feiern. Natürlich machen wir es trotzdem. Insgeheim feiern wir jeden Tag unsere kleinen Mini-Erfolge. Wir nehmen halt einfach auch Sachen als Erfolg, die gar keine sind, weißt du? Es geht ja ums Gefühl. Es geht ja darum, dass wir uns gut fühlen bei allem, was wir tun. Das ist ja so das Wichtigste. Einfach machen und gut fühlen. So. Wie weit ist es noch? Na ja, komm, mach mal, das ziehen wir jetzt durch, Leute. Das ziehen wir durch und dann würde ich gerne noch ganz kurz ein paar von den Pfosten anbringen, beziehungsweise einen Pfosten, weil mehr haben wir Material nicht, müssen wir auch besorgen. Die Treppenpfosten hier, ne, aus dem Naturholz. Ich muss mal gucken, wie viel wir davon einstecken haben. Nein, Voucher, doppelter Versetzer. Nein, nein. So, Leute, wir starten ins Wochenende. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das mit Halloween wird. Wie viele Kürbisse tatsächlich jetzt noch zusammenkommen bis morgen Abend. Weil morgen Abend für die Folge am Sonntag werde ich dann schmücken. Da werde ich dann schmücken und dann werden wir es uns zusammen anschauen. Ich muss auch mal das bisschen Lehm noch verholzen, das wir noch in der Dekobank drin haben. Mensch, war das, wie war das mit dem Lehm? Sand und Erde, kann das sein, dass Sand und Erde diesen Lehm ergibt, den wir brauchen, wenn ich den dann einfärb? Muss ich nochmal gucken. Was, so ein paar Spinnen würde ich uns schon noch gerne herbasteln. So, hier wieder vor, genau. Wir sind hinten. Leute, wir sind hinten. Das ist ja dann doch ein gutes Gefühl, hier so eine Kleinigkeit mal fertig zu bekommen. Den hier, genau. Da rein, da rein. Da und dale. Ach Gott, das ist auch noch komplett offen hier, Leute. Guck mal, bis davor. Jetzt hauen wir die Erde hier wieder weg, weil da haben wir unsere Arbeit getan. Alles klar, so funktioniert das. Da ist es wieder, ne? Was will man sagen? Wenn man Zeit investiert, kommt auch was bei rum. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das, was rumkommt. Der Turm sieht langsam so aus wie ein Turm. Zumindest wie eine Turmbaustelle, ne? Das müssen wir uns jetzt echt mal lassen. So, komm, jetzt machen wir die Ecke noch geschwind hier. Zumindest bis zur Hälfte. Die andere Hälfte mache ich dann offscreen. Dann können wir uns Phone schreiben, haben wir ein bisschen zusammen was gemacht und ein bisschen habe ich uns dann zwischen den Folgen was abgenommen. Wieso läuft das jetzt hier so locker? Ist das nicht gleich hoch? Doch, ne? So. La 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 la. Ich bin mal gespannt, was wir als nächstes dann angehen.
Wir haben ja noch, ich habe aber Bock, die Monsterfalle drüben aufzusetzen. Vor allem, ich würde mir halt gerne noch einen kleinen Pfeilvorrat craften, dass wir wirklich mal im Nether dann mit Monster an so eine richtige Nether-Tour machen. Nicht immer das halbe Abgeratzte, was ich da mache, weißt du? So, den machen wir weg. Halb haben wir gesagt. So, lass uns mal außen rumlaufen. Ja, komm, das können wir doch jetzt auch noch fertig machen, geschwind, oder? Entschuldigung. Jetzt machen wir es fertig. Jetzt machen wir es fertig. So und so und so und so. Ja, das wäre jetzt echt traurig gewesen, hätte man das nicht fertig gemacht. So ein Stück vor, ja. Ja. Und jetzt einfach nur zurücklaufen. Wieso tropft denn hier Lava durch? Was ist denn da oben, dass da Lava durchtropft? Das weiß ich nicht mehr. Dürfte das hier durchtropfen? Habe ich da Scheiße gebaut irgendwo? Ah! Da ist der Lavasee drin. Das ist ja geil. Noch ein zusätzlicher Tropfeffekt. Schön. Gott sei Dank tropft es nur und es hat sich nicht aufgelöst. Stell dir mal vor, das Chaos, wenn mir die Ebene hier abgebrannt wäre. Okay, ich sag nichts. Wer weiß, was noch kommt. Ja, guck mal, das tropft hier runter. Das ist doch super. Toller Effekt. Ungewollter toller Effekt hat sich jetzt hier eingeschlichen. So, Leute. Haben wir es tatsächlich ganz zu? Den Bereich hier? Überall Decke dran, hier tropft es wieder. Das heißt, hier ist die andere Bank. Ich nenne es halt Bank, weiß auch nicht warum. Ja, wir haben die komplette Decke drin, Leute. Die komplette Decke ist drin. Es fehlen jetzt nur noch die Seitenwände. Und zwar auch nicht mehr so viel. Guck mal, hier minimal, ne? Da müssen wir dann die Fenster setzen. Das machen wir morgen. Ich bereite es so vor, dass wir morgen ringsum zubekommen, unsere zwei Fronten mit den Fenstern noch reinziehen und dann haben wir es. Dann brauchen wir bloß noch die Mitte entsprechend hochziehen, Deckel drauf und dann ist gut. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe doch was in der Birne gehabt, außer Essen. Glas haben wir ja unten. Haben wir noch Glas gehabt? Lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen noch Glasscheiben, ne, für außen. Das könnte man vielleicht auch noch machen. Da hätte man doch noch was fürs Auge heute. Lass uns mal hineinschauen. Rausschauen. Reinschauen. 15 Scheiben. Die reichen ja für nix, ne? Nimm mal die Scheiben auch gleich wieder mit rein. Die brauchen wir drin sowieso. Ja, dann pennen wir kurz, komm. Ich habe echt vergessen, was ich jetzt noch machen wollte. Zimmermannsblöcke könnten wir noch setzen. Die orangenen Scheiben setzen wir jetzt oben aus. Das ist klar. Wir pennen aber kurz. Ich muss nur wieder gucken, was rausging. Kommen wir überhaupt noch raus, wenn ich hier dauernd was Neues dazu bastel? Machen wir hier die Geschichte, die Geschichte. So. Leider mal die Erde wieder weg. Dann hauen wir sie wieder hin. Wie hoch sind wir denn jetzt hier? Hallo? Hallo? Jo, alles klar, passt. Ah ne, komm, wir setzen hier die Schatten. Ne, das machen wir im Hellen. Wir machen es im Hellen, Leute. Lasst uns noch einmal hell werden zusammen. So. Ja, komm, ein paar Minuten machen wir noch. Jetzt sind wir schon so schön drin gewesen gerade. Oder sollen wir sie hinten? Eigentlich wurscht, gell? Ich muss mal hinten gucken. Wir laufen mal hinten rum. Also, hier wissen wir, fehlt uns noch ein Lavaeimer, dann ist die Seite auch fertig. Ja, toll. Tolli Molli. Hier müssen wir natürlich noch orange Scheiben basteln. Das heißt, Sand muss ich holen. Wow, Alterle, wir brauchen noch so. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Die Säule wollte ich machen. Die Säule wollte ich machen. Vielleicht schaffen wir das auch noch. Wie viele Scheiben haben wir noch? Zwei Stück. Komm schon, lass es. Ah, wegen einer Scheibe jetzt hier. Verdammt. Hier ist jetzt natürlich noch ziemlich dunkel. Ach, die Fenster kann ich gar nicht raushauen. Das wollte ich jetzt machen hier, aber wir haben ja noch nicht genug Nässerziegel. Also auch das morgen. Dann haben wir die Geschichte. Vielleicht hole ich auch noch einmal Lava. Hier müssen wir auch noch zumachen mit Nässerziegel. Alles klar. Alles klar. Dann machen wir jetzt die Säule noch und dann machen wir Feierabend für heute. Schön. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Wir müssen mal langsam den Weg machen, ne, dass wir hier reinkommen. Ey, komm, ich port mich hier kurz hoch und von oben gehen wir dann wieder runter und fertig. Fertig, fertig ist die Laube. Sagt man doch so, ne? Dann ist die Laube fertig. Oh, hier fehlt doch noch ein bisschen. Siehst du, das muss ja alles noch zugemacht werden hier. Das muss noch zugemacht werden. Ist doch noch einiges. Fliegt bloß nicht in den Turm rein, Alterle. Oh, da brauchen wir noch jede Menge Grimstone. Und Grimstone müssen wir machen, haben wir keinen mehr. Stopp. Glück gehabt, dass es hier nicht runterging. Da geht halt mal ein Stack schön drauf, ne? Wenn man hier so eine Bahn dreht. Und das muss noch ziemlich hoch. Ja, ist ja nicht so wild. Pass mal auf, diese Säule, habe ich gesagt, möchte ich setzen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier wieder rein. Genau, das hier war's doch, oder? So. Schwupp. Super.
Das wird, Leute, guckt doch mal. Normalerweise müsste man jetzt fast ein, zwei Ausschnitte mal, also so Screenshots machen von den ersten zwei Folgen, als wir jetzt die Aktion hier angefangen haben. Und dann sieht man erstmal die Unterschiede, ne? Das ist aber so, glaube ich, wenn man Kind hat und man wächst auf zusammen, dann sieht man nicht so, wie sich jemand entwickelt und wächst, ne? Dann ist es immer so gewohnt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ich schwalle halt schon wieder. Haben wir hier die Post-Fans? Die hätte ich jetzt gerne gehabt. Habe ich hier keine Post-Fans mehr? Weißt du, die schwarzen? Habe ich die nicht hier ausgelagert? Warum nicht? Ah ne, die habe ich jetzt hier nicht. Dann machen wir das halt auch morgen, ne? Ist klar. Jetzt schauen wir nochmal die Öfen durch, wie es hier aussieht. Ich glaube aber, da habe ich soweit alles erledigt. Ja, die habe ich ausgeräumt. Also, dann gehe ich jetzt Material besorgen für die Folge morgen, ja? Ich fange auch hier schon mal direkt an, ein bisschen Cobblestone zu hacken. Da wollte man ja eh tiefer, ne? Ich würde fast sogar noch eins breiter gehen wollen, weil das soll ja auch nicht so beengt wirken. Au, ich vergaß, da außen ist ja Wasser. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist das geschickt, was ich hier mache? Aber hier wäre auch Sand, ne? Das ist klar, dass da Wasser reinkommt, das kenne ich schon. Dann machen wir hier zu. Dann ist die Geschichte erledigt. Ja, das mache ich aber neben den Folgen. Das tue ich euch jetzt nicht auch noch an, dass ihr das hier mit mir erleben müsst. Und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Kommt gut ins Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann.